Jetzt haben wir im letzten Video das NAS tatsächlich bestellt. Jetzt ist alles angekommen bei mir. Jetzt müssen wir es nur noch zusammenbauen. Was kommt denn also an, wenn man so ein NAS bestellt? Es kommen solche Wechselrahmen an und naja, die Festplatten haben wir ja auch bestellt. Das Gehäuse kommt natürlich auch an, das seht ihr hier, da kommen wir aber später noch dazu. Was muss ich jetzt also tun? Es ist ganz einfach, man nimmt den Wechselrahmen, setzt die Festplatte ein, da gibt es auch nochmal ein Begleitheft, wo das beschrieben ist. Und hier muss man jetzt gucken, dass die Schraubenlöcher von der Festplatte hier im Wechselrahmen passen. Dann sind dort vier Schrauben auch mitgeliefert, selbstverständlich. Jetzt gehe ich einfach her und schraube die Festplatte rein. Das war es auch schon. Jetzt sitzt die Festplatte fest im Wechselrahmen. Das mache ich natürlich jetzt für alle gelieferten Festplatten dementsprechend gleich. Ich habe das natürlich hier schon vorbereitet. Jetzt muss ich das nur noch einsetzen ins NAS. Wir sehen jetzt also hier das NAS-Gehäuse, das natürlich auch geliefert worden ist. Und da muss ich jetzt diese Platten nur noch einsetzen. Die schiebe ich dann einfach hier rein und drücke dann hier runter. Dann sitzt das hier fest. Das mache ich mit allen anderen Festplatten auch noch. Das war es eigentlich auch schon. Hinten habe ich es natürlich jetzt angeschlossen an ein Netzwerkkabel, an den Router und an den Strom. Mehr brauche ich erstmal nicht. Und dann kann ich es hier schon einschalten.